Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Mondvideo und es ist ein Neumondvideo, ein neues Neumondvideo. Und zwar geht es um den Neumond im Wassermann am 11. Februar 2021 um 20.05 Uhr abends auf 23 Grad und 17 Minuten im Wassermann. Und wenn du das auf YouTube schaust, das Video, dann freue ich mich total, wenn du meinen Kanal abonnierst. Wenn du auf Instagram schaust, freue ich mich total, wenn du kommentierst, mir folgst, das Video teilst. Genau. Neumond im Wassermann. Wow. Also ich sage ja immer, dass, oder ich habe schon sehr oft gesagt, dass wir nicht im Dezember das Age of Aquarius begonnen haben. Darum geht es nicht. Wir sind noch nicht im Wassermann-Zeitalter. Wir sind in einer Übergangsphase. Wenn dich das interessiert, schreib mir gerne oder schau auf Instagram in meinen Story-Highlights bei Astrology. Da habe ich das genau erklärt. Aber dieser Neumond im Wassermann fühlt sich echt an wie so ein Mini-Age of Aquarius. Denn wir haben halt einfach mal nicht nur Sonne und Mond im Wassermann, sondern wir haben auch, Saturn, Jupiter, Venus, der rückläufige Merkur und Asteroid-Gottes Pallas. Die hängen alle zusammen im Wassermann ab und werden quadriert von Mars und Uranus im Stier. Dazu gleich. Worum geht's? Wir tasten uns jetzt quasi langsam vor, worum es beim Wassermann geht, worum es bei diesem Neumond geht. Was sind Potenziale, was sind Herausforderungen? Also es ist ja so, dass wir als letztes den Löwe-Vollmond hatten und da haben wir ja quasi wirklich, sind wir rausgegangen, haben wir gelernt, uns so zu zeigen, wie wir sind, in unsere Schöpferinnenkraft zu kommen. Und beim Wassermann-Neumond geht es jetzt quasi darum, dass wir unsere Einzigartigkeit auch mit anderen teilen, dass wir hier eben Synergien schaffen. Und es geht eben beim Wassermann sehr stark, also ich spreche jetzt einfach mal über diese Wassermann-Energie, weil wir eben zum Neumond die Chance haben, da rein zu tappen, um eben mit dieser Wassermann-Energie, ja, uns ganz neuen Versionen unserer selbst zu öffnen. Und wenn wir eben Sonne und Mond, das heißt unsere Gefühle und also unser emotionales Bewusstsein, unser bewusstes Bewusstsein, also unsere Vitalität, unsere Lebenskraft, die Sonne und dann noch persönliche Planeten wie Venus, wo es um unsere Beziehungen geht, Merkur, der ist rückläufig, unser Denken, wo wir gerade sehr in der Reflexion sind, und dann eben auch Jupiter und Saturn, dazu komme ich später noch, in der Wassermann-Energie hat, dann lohnt es sich, wenn wir uns ein bisschen mit dieser Energie beschäftigen, mit diesem Archetypen. Also, beim Wassermann geht es sehr darum, und wenn ich jetzt sage, beim Wassermann spreche ich wirklich vom Archetypen, von der Energie. Ich spreche jetzt nicht von Menschen, die Sternzeichen Wassermann sind, denn ja, dazu können wir ein andermal noch schwatzen. Genau, beim Wassermann geht es darum, das ist eine Luftenergie, das heißt, es geht um unseren Intellekt. Und der Wassermann hat eben, diese Energie verleiht uns eben das Vermögen, dass wir Abstand nehmen zu emotionalen Mustern, zu emotional patterns, dem Status quo. Wir treten zurück, sind objektiv, intellektuell objektiv. Und dadurch, dass wir quasi Abstand nehmen zum Status quo im Innen und Außen, können wir uns eben dekonditionieren. Die Konditionierungen, die wir im Steinbock quasi über, aufgenommen haben von Eltern, Gesellschaft, früheren Leben und so weiter, können wir jetzt eben mit Abstand betrachten und so auch loslassen. Dadurch befreien wir unseren Geist. Und wenn wir einen freien Geist haben, können wir auch unsere eigene Individualität, die unter diesen ganzen Konditionierungen und Schichten lag, neu entdecken. Das heißt, beim Wassermann geht es wirklich um dieses Thema Selbstbefreiung, Individuation Process, also ja, Individualisierungsprozess, die eigene Individualität entdecken. Das kann allerdings dann wieder dazu führen, dass wir uns von unserem Umfeld entfremden oder uns wie ein Alien fühlen, also uns fremd fühlen. Beim Wassermann ist eben diese Entfremdung aufgrund des Entdecken der eigenen Authentizität inbegriffen. Und wir wissen das alle, wenn wir irgendwie mehr zu uns werden, bedeutet das oft, dass unser Außen nicht so famos darauf reagiert. Und das bedeutet eben oft, dass es zu einer Veränderung auch in unserem bisherigen Umfeld kommt. Aber eben auch hier ist eben das Potenzial, dass wenn wir quasi uns treu bleiben, dass wir eben wirklich like-minded, also gleichdenkende Menschen finden, unseren Tribe finden. Deswegen werden dem Wassermann eben auch, ja,
Gruppennetzwerke, unsere Community, unser Freundeskreis zugeordnet. Und wir haben ja auch Venus im Wassermann. Das heißt eben auch, dass wir quasi in unseren Beziehungen zu den Wassermann-Neumond auch wunderschön als Anlass nehmen können, eben auch Zeit mit Freunden, so wie das eben mit den heutigen Beschränkungen möglich ist. Zu Beschränkungen kommen wir gleich. Das trotzdem zu pflegen. Zoom-Dates. Genau, dieser freie Geist ohne alte Konditionierungen ermöglicht eben uns auch, ja, auch gesellschaftlich und kollektiv uns einer neuen Freiheit, mehr Individualität zu öffnen. Aber ich spreche ja hier immer eher ein bisschen vom Persönlichen. Im Persönlichen beginnst, dann kannst du ins Kollektiv wandern. Das heißt, wenn wir jetzt eben diesen freien Geist haben und Merkur ist auch noch rückläufig, also unser Intellekt, wie wir denken, bedeutet das eben auch, dass wir uns ganz neuen Ideen und Visionen über uns selbst, über die Welt öffnen können. Ja? Wir können eben loslassen von diesem Schubladendenken und uns eben wirklich dem Individuum in uns und in anderen öffnen. Und es ist eine wunderschöne Energie. Und es ist eben auch so, wenn wir diese Öffnung, also wenn wir diesen freien Geist haben, die Wassermann-Energie wird eben auch mit dem kollektiven Unterbewusstsein in Verbindung gebracht, können wir quasi uns eintunen, channeln von höheren Frequenzen, von higher frequencies. Es geht wirklich beim Wassermann um eine mentale Transformation. Und hier wirklich, um das mal runterzubrechen, es geht um die bewusste Arbeit mit unserem Geist. Das können wir durch Meditation machen, durch Visualisierungen. Wir können wirklich uns bewusst eintunen in Kanäle, die wir bewusst wählen. Ja, das machen wir bei Visualisierungen. Da stellen wir uns vor, dass wir in einem bestimmten Gefühl sind. Das heißt, wir knüpfen neue mentale, neuronale Verknüpfungen durch unsere mentale Arbeit. Wir können auch die Wassermann-Energie nutzen, um eben nicht direkt wirklich etwas zu visualisieren, also dass wir uns vorstellen, in welchem Zustand wir sein wollen, willentlich, sondern wir können uns auch bewusst öffnen und uns neuen Ideen öffnen. Das heißt, dass du dich vielleicht in der Meditation hinsetzt und einfach darum bittest, dass du neue Ideen empfängst, ja? Dass du ganz bewusst deine Kanäle öffnest, ganz bewusst und wie so eine Blaupause machst und ein weißes Blatt und dich neuem öffnest. Das ist genau dieses Thema Gedanken erschaffen Realitäten. Ja? Du kannst diesen Neumond wunderbar nutzen, um für den nächsten Neumondmonat, also um für den nächsten Mondmonat, daran zu arbeiten, dich jeden Tag hinzusetzen und mit Visualisierungen oder auch eben mit einfach dieser Öffnung deines Geistes zu arbeiten. Das Problem in der Wassermann-Energie ist, dass wenn wir sehr im Kopf sind und sehr im Geist sind, kann es passieren, dass es eben sehr realitätsfern wird. Es ist eine Fixed Energy der Wassermann. Das heißt, das Festhalten an Ideen, auch an neuen Ideen, kann natürlich auch nach hinten losgehen und toxisch sein. Und dann kann es so sein, dass man diese Rebellion nur der Rebellion wegen, ich halte jetzt an meinen neuen Ideen fest, nur weil sie quasi anders sind als die alten. Das ist so eine Schattenseite. Und auch, wir wissen, wenn wir quasi mit dieser mentalen Transformation arbeiten, dürfen wir unser Herz, unsere Emotionen und unseren Körper nicht vergessen. Und das ist eben in der Wassermann-Energie zu beachten, oder es ist eine Schattenseite. Und hier haben wir eben zum Neumond das fette, dicke Quadrat von Mars und Uranus im Stier, das ist eine Erdenergie, zu den Planeten im Wassermann. Und das hat, finde ich, schon fast so ein alchemistisches Potenzial, diese Erde-Luft-Verbindung. Erstmal zu Mars. Mars bildet Quadrate zur Sonne, Mond, Pallas, Merkur, Venus und Jupiter. Und er bildet gleichzeitig, das sind Spannungen, und er bildet gleichzeitig ein sehr powervolles, positives Trine, ein Grand Earth Trine, also ein großes Erdtrigon mit Pluto im Steinbock und Vesta in der Jungfrau. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass das Potenzial da ist, wenn wir das nutzen wollen, diese Energien, dass wir wirklich eine Verbindung von Geist und Körper schaffen. Es gibt sowas wie Somatic Healing Techniken. Es geht aber auch einfach, dass ihr tanzt, dass ihr quasi mit eurem Geist in euren Körper reinfühlt, euren Körper mal fragt, was er braucht, wie sich gewisse Ideen auch anfühlen. Wenn ihr jetzt euch vorstellt, meint, das XYZ zu tun. Was passiert in eurem Körper? Habt ihr ein erweiterndes Gefühl oder ein zusammenziehendes Gefühl? Habt ihr vielleicht ein doofes Gefühl im Bauch? Habt ihr ein weites Gefühl in der Brust?
spielt mal damit. Auch bei Sport, ja, Sportideen verarbeiten. Oft brauchen wir auch die körperliche Betätigung, damit Ideen in den Fluss kommen. Beim Stier, das impliziert aber auch die Angst vor Neuem. Der Stier bleibt gerne in der Komfortzone, wo das Überleben und ein schönes Leben gesichert ist. Das heißt, und es ist auch noch ein First Quarter Square, die Crisis in Action. Es ist ganz, ganz wichtig jetzt zum Neumond, dass wir Neues ausprobieren, ja, dass wir diese neuen Ideen wirklich in unser Handeln übersetzen. Mars, unser aktives Tun im Stier, das ist Inspired Action. Ja, nicht in alte Muster zurückfallen, dazu komme ich gleich noch, sondern wirklich diese Ideen manifestieren, realisieren, in unseren Körper mit reinbringen, den Körper fragen, wie sich unsere Ideen quasi anfühlen. Und wenn wir eben da in Alignment sind, wirklich inspiriert in die Tat zur Tat schreiten. Und die Mars im Stier-Energie lehrt uns eben, dass dieser Schaffensprozess auch genussvoll sein darf und der darf in deinem Tempo passieren. Du darfst Neues ausprobieren, es kann auch schief gehen, dann probierst du was anderes, aber du darfst da dir die Zeit nehmen, immer wieder in dich reinspüren, ob sich das stimmig anfühlt und Genuss und Freude auf dem Weg haben, Pausen machen, den Schaffensprozess genießen. Du möchtest ja diese tollen Ideen, die du hast oder Projekte oder Vorhaben, Gedanken, möchtest du ja, dass sie langfristig auch wirklich ja, funktionieren, in Alignment mit dir sind. Das Trine zu Pluto und Vesta, da darfst du dir auch noch zusätzlich immer die große Pluto-Frage, nämlich das Warum, stellen. Wenn du jetzt neue Ideen hast und dein Körper sich quasi gut damit einfühlt, du das jetzt in Aktion, in Maß bringen willst, frag, warum machst du es? Warum willst du XYZ und warum willst du XYZ nicht mehr? Damit, wenn du da ganz ehrlich bist, kommst du dem nämlich auf den Grund, ob du es aus Angst machst oder ob es wirklich aus deiner Seele kommt, ob es wirklich ein Soul Desire ist. Und Vesta in der Jungfrau kann uns eben dabei helfen, auch wirklich nochmal kritisch zu überprüfen, welche unserer Vorhaben wirklich unser inneres Feuer brennen lassen. Ja? Wo hast du dieses Yes, Hell Yes, that's it. Wo hast du das? Geh dahin und alles andere darfst du aussortieren. Alles andere auch, was angstbasiert ist oder wo dein Körper sagt No, dann No. Zudem bildet eben auch Saturn ein Quadrat zu den Planeten im Wassermann. Uranus im Stier bildet ein Quadrat zu Saturn. Genau, das ist dann exakt am 17. Aber das ist schon vorhanden, die Energie. Und da kann es eben wirklich zu so einem Clash zwischen neuen Ideen und Restriktionen und Limits im Außen führen. Es ist eine Crisis in Consciousness, ein Last Quarter Square und da geht es eben wirklich darum, dass wir uns nochmal zum Neumond auch hinsetzen, über bisherige Erfahrungen reflektieren, wirklich so dieses Dekonditionierung machen, eventuell auch alte Dinge noch beenden, alte Aufgaben, alte Beziehungen und so weiter auch beenden, um eben Raum für Neues zu schaffen. Und hier können eben ganz starke Gefühle von Unsicherheit entstehen und Saturn-Uranus, dieser Clash, das kann eben, oder dieses Quadrat, das kann eben dazu führen, dass wir dazu verleitet sind, wieder in alte Muster zu fallen, weil wir Angst haben vor dem, was kommt, weil wir ja das nicht kontrollieren können, was kommt, es noch nicht sehen können, was kommt. Und hier ist es ganz wichtig, dass wir das Neue ausprobieren, hier in diese Mars-Energie, ins Ausprobieren, Try and Error reingehen. Und noch ein Impuls. Wenn wir im Außen auf Limitierungen stoßen, können wir vielleicht bisher solide geglaubte Barrieren durch neue Ideen überflügeln. Ja, können wir die durch diese mentale Transformation, vielleicht können wir Sachverhalte, die wir für wahr hielten, Saturn für real hielten, komplett neu denken und neu betrachten und plötzlich zu ganz neuen Ergebnissen kommen. Wir können unsere Realität eben durch unsere Gedanken und Taten erschaffen. Und auch noch Saturn, Wassermann-Uranus-Thema Regeln für Freiheit. Erschafft euch Routinen im Alltag, die Raum für Kreativität und Fantasie erlauben. Und hier auch eben der kommende Vollmond ist dann in der Jungfrau und wir sind dann in der Fischezeit und da geht es eben auch ganz stark um Routinen für Fantasie und die Verbindung von Body and Mind. Also können wir auch diese Uranus-Saturn-Spannung super nutzen. Freiheit durch Routinen. Ich freue mich, wenn ihr kommentiert, Fragen habt, meldet euch einfach.